Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblendkusser. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute habe ich den kompletten Ford-Keller dekoriert. In der letzten Folge habe ich ja noch gesagt, ich möchte nicht so übertreiben. Ja, aber dann habe ich doch gedacht, komm, mehr Deko schadet nicht. Auf jeden Fall habe ich heute Lampen platziert, dann jede Menge Kisten, Kartons und Fässer platziert. Einzige, wo ich an meine Grenzen gestoßen bin, ist an die Munition. Die habe ich nicht ganz da platziert bekommen, weil die ist immens breit. Ich wollte eigentlich gerne neben den Kanonen noch die Kugeln dahinlegen, aber es passte leider nicht. Dann hatte ich erst offscreen, hatte ich dann noch ein bisschen herumexperimentiert mit einzelnen Kugeln, also so Christbaumkugeln, ob die irgendwie umfärbbar sind, dass das aussieht, aber sieht nicht aus. Dann gibt es auch noch diese Kohlestückchen, sieht auch nicht aus, die sind viel zu klein. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden, habe geschlossene Kisten, Kartons, Munitionskisten und Fässer dahin platziert. Dann kann man ja so in der Fantasie sagen, weißt du, in den Kisten, in den Kartons und was weiß ich nicht alles, sind die Kugeln verstaut. Weil ich hätte gerne diese Munitionskiste gehabt, aber wie du siehst, es ist viel, viel zu groß. Leider, leider. Also, oder wir hätten das Podest, hätten wir theoretisch noch, ich sag mal, 50 cm locker nach außen ziehen müssen. Übrigens, apropos Podest, im Nachhinein muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich noch so am Überlegen bin, ob ich die Mauer da unten lasse. Weil es sah erstmal gut aus, aber jetzt im Nachhinein, wenn man das öfters hinguckt, gefällt mir das nicht so ganz. Denn wir haben eine Holzstufe. Also wir haben erstmal einen Holzboden, dann haben wir eine Holzstufe, dann haben wir eine Sandstein, auf jeden Fall eine Mauer, eine kleine Mauer, eine Erhöhung und dann wieder ganz viele Planken. Und ich bin der Meinung, dass das, glaube ich, besser aussehen würde, wenn wir die Mauer da wegmachen und dafür dann Planken hinsetzen. Da bin ich aber noch mit mir so ein bisschen am Hagern. Mir gefällt das, sagen wir mal, zu 60-70%. Also ich bin nicht ganz abgeneigt von dieser Idee da unten mit der Mauer, aber ich bin auch nicht übelst glücklich damit. Das heißt, es könnte sein, dass in der nächsten Folge ich das eventuell ändern möchte. Übrigens, da wollte ich Dynamit hinsetzen. Da dachte ich mir nur, ja, Kanonen, die Dynamit schießen, den möchte ich sehen, der die abfeuert. Oh mein Gott. Auf jeden Fall habe ich sehr, sehr viele Kisten platziert. Ich habe auch darauf geachtet, dass das nicht alles gleichmäßig aussieht. Also ich habe, klar, habe ich manche Copy-Paste-mäßig gemacht, wie beispielsweise die drei Fässern, die übereinander gelagert sind. Da habe ich natürlich Copy-Paste-mäßig gemacht. Oder halt von hinten, damit ich nicht immer wieder raussuchen muss, die ganzen Sachen, weil die ja auch schon von der Höhe ausgerichtet sind. Da habe ich natürlich die auch rübergezogen. Rübergezogen habe ich auch die Kanonen, weil irgendwie hat mich das ein klein bisschen gestört, dass nur an einem Fenster welche ist. Das sah zu unsymmetrisch aus. Also es hat mir nicht ganz gefallen und deswegen habe ich die ganzen Kanonen rübergezogen. Übrigens, ich hatte auch überlegt, das ist eine blöde Überleitung, aber trotzdem, ich hatte auch überlegt mit den Lampen, ob ich wieder selber welche baue, aber ich finde, die sehen gar nicht schlecht aus und vor allem nachher am Drohnenrundenflug muss man darauf achten, das Licht sieht sensationell gut aus und deswegen habe ich gedacht, weißt du was, die nehmen wir. Also ich habe es nicht vorher getestet, welches Licht die abgeben, aber ich konnte es mir ungefähr ausmalen. Weil wir haben die ja schon mal, glaube ich, irgendwo verbaut. Auf jeden Fall haben wir die Stehleuchten irgendwo hingesetzt. Die Stehleuchten haben wir bei der Kinderattraktion hingesetzt. Genau, und die geben das gleiche Licht ab. So, und ja, also die geben ein saugeiles Licht ab und deswegen, das passt, das ist sehr, sehr stimmig. Und von außen, ne? Von außen, ui, oh, da bin ich schon ultra zufrieden mit. Es gibt eine Sache, die ich wahrscheinlich noch hinzufügen würde, die ist mir aber im Nachhinein eingefallen. Also dekorationsmäßig sind wir fertig. Ich bin auch ein bisschen abgewandert von meiner Idee erst. Ich hatte nämlich erst vor, Hängelampen zu setzen. Also jetzt haben wir auch Hängelampen, aber Hängelampen an der Decke. Jetzt haben wir Hängelampen an der Wand. Also da bin ich schon ein bisschen umgeswitcht. Sieht aber auch sehr gut aus vom Licht her. Aber ich möchte gerne noch eine Sache hinzufügen. Und das wirst du dann in der nächsten Folge vermutlich sehen, wenn ich daran denke. Genauso wie... Ja, also mit dem Podest weiß ich noch nicht hundertprozentig, ne? Aber ich denke mal, dass ich vermutlich das ändern werde. Ob ich das jetzt in der nächsten Folge mache oder überhaupt, das weiß ich noch gar nicht. Aber ich wollte dir einfach mal meine Gedanken mitteilen. Nein, also ich würde gerne in der nächsten Folge noch ein klein bisschen was an den Fenstern machen. Aber nur eine Kleinigkeit. Also geht auch relativ zügig. Haha, Zug. Nein, auf jeden Fall geht relativ zügig.
Und ich denke mal, es sieht dann nochmal ein bisschen Ticken besser aus. Aber im Großen und Ganzen sind wir jetzt fertig. Wir sind durch mit dem Ford-Keller. Ich kann mich immer noch nicht an das Wort Ford gewöhnen. Ne? Ford denke ich immer noch ans Automobil. Keine Ahnung wieso. Auf jeden Fall, dekorationsmäßig sind wir durch. Ich habe alles geschafft. Habe sogar animatronische Figuren hingesetzt. Jawohl. Ja, obwohl, es sind nicht alles animatronische Figuren. Ein paar animatronische Figuren, die sich bewegen. Und dann habe ich noch ein paar Figuren hingestellt. Die sind eher optisch. Also, die bewegen sich nicht. Ne? Also, die sind. Die stehen da und ja, die gucken einfach so. Weil das Problem war, ja, könnte ich jetzt eigentlich drauf warten, obwohl, ne, ich könnte das schon mal sagen. Das Problem war mit dem Typen, der so das Fernglas hält, ne, und dann so nach rechts, links guckt. Ich habe den versucht zu platzieren, aber es ging nicht. Weil, wenn er nach rechts guckt, guckt er bei mir auf die Wand. Ziehe ich den ein bisschen weiter nach links, guckt er dann auf einmal gegen den Zwischenpfeiler. Also, egal wie ich es gemacht habe, es sieht einfach nicht aus. Oh, Zwischenpfeiler. Jetzt, wo ich gerade was gesagt habe, könnte man mal drüber nachdenken, ob. Na, ich wüsste nicht wo, weil ich habe da unten eine Stufe. Ich wüsste tatsächlich nicht, wo ich den hinsetzen soll. Weil jetzt fiel mir gerade ein, weißt du was, wir könnten ja einen Zwischenpfeiler setzen oder so Stützpfeiler. Ne? Aber wir haben ja kaum Platz da. Und ein bisschen Lichtraumprofil muss ich schon beachten. Ne? Auch wenn die Leute die Hände nicht rausstrecken sollen, aber trotzdem ein klein bisschen Lichtraumprofil muss da sein. Und wenn ich jetzt noch einen Pfeiler vor die Treppen setze, könnte das schwerwiegende Folgen haben, auch für die Piraten. Jetzt stell mal vor, die fahren mit einem Skateboard, fahren die von einer Kanone zur anderen, hatte ich ja schon mal gesagt. So, und dann fahren die von einem, ne, und dann, die sind die ganze Zeit gewohnt, dass da kein Pfeiler ist. Und dann steht da auf einmal ein Pfeiler, weil ich es so im Kopf gekriegt habe. Und dann brettern die da voll gegen. Ne, da ist ja, das ist ja, ne, können wir nicht machen. Da kriege ich nachher einen Anschiss. Achso, übrigens, da ist das Copy-Paste-mäßige, was ich rübergezogen habe, weil es war komplett fertig. Ne, ein bisschen habe ich wohl verändert, heißt, die eine Kiste habe ich weggemacht. Hab die andere Kiste eingesetzt, hab dafür dann eine Kiste rübergezogen und dann habe ich noch zwei, heißen die Munitionskisten, ja, die heißen, glaube ich, Munitionskisten, übereinander gestapelt. So, das war das Einzige, was ich da gemacht habe. Ansonsten, ja. Ja, wie gesagt, mit den Fenstern werde ich noch eine Kleinigkeit hinzufügen, aber das geht relativ schnell. So, jetzt kommen wir zu den animatronischen Figuren. Ich war erst am Überlegen, ob ich eventuell auch die Typen da hinsetze mit einer Pistole. Aber ich verzichte aufgrund von, da fahren ja auch Kinder mit dem Zug und die sollen sich nicht erschrecken, verzichte ich natürlich auf diese Knalleffekte. Das heißt, die Kanonen, ne, schießen ja nicht. So, da ist der Typ mit dem Ausguck. Guck mal, egal wie der guckt immer irgendwo vor. Die Mittelsäule, rechts die Wand, links die Wand, der findet nichts. Und deswegen habe ich den dann auf Auslösen gestellt. So. Wo ich nicht dran gedacht habe, ist, wenn du den kopierst oder beziehungsweise ein bisschen verschiebst, dann bewegt er sich noch. Deswegen war ich so ein bisschen immer, dann weiß ich am Gucken, hey, achso, siehst du ja gar nicht. So, auf jeden Fall verzichte ich auf Knallgeräusche und vor allem, der Typ hat nämlich, achso, einen Chef habe ich natürlich auch platziert, selbstverständlich. Ein Chef muss dahin, ne, der Big Boss, der Big Pirate und Pirate, Entschuldigung. Und vor allem, muss er überlegen, die Kanonen haben ja Kanonenkugeln haben ja so einen Durchmesser. Und jetzt stell dir mal vor, da steht einer mit einer normalen Pistole und schießt. Das ist ja, fühlt sich an wie so ein Mückenstich auf so einem, ne, auf so einem Angriffsboot, auf so einem Schiff, was auch immer da vorbeifährt, wogegen die sich verteidigen. Und dann steht er da mit seiner Pistole. Piu, 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 piu. Weißt du, nein, das wäre zu lachhaft gewesen. Und das hätte einfach optisch gar nicht dahin gepasst. So. Ich sag schon mal, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bedanke mich fürs Zuhören. Ich suche, glaube ich, noch eine Sache, die ich da hinzufüge. Ja, genau, diesen Piraten wollte ich nochmal hier hinsetzen, dass an jeden so ein bisschen was rausguckt. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Ja, es müsste gleich kommen. Ich glaube, nach dem Piraten ist Ende. Ja, bis dann. Tschüss.